Das ist ganz wichtig. Ein herrlicher Konter, eingeleitet von Masaya Okugawa, der schon wieder behandelt werden muss. Am Kopf hat er irgendwas gekriegt, aber super gemacht. Irgendwas im Auge, ob man ihn richtig sieht. Aber er hat das super gemacht. Und da geht Lasma auf und davon und schießt aus halbrechter Position in die lange Ecke zum 1:0 für Arminia Bielefeld. Vorher gab es eine Monsterchance, Flanke von links und dann stand Sieb, der sich, glaube ich, gegen Otschipka durchgesetzt hatte, völlig frei, köpft den Ball gegen die Laufrichtung von Freisel und eine Monsterparade des Bielefelder Keepers verhinderte in der 11. Minute die frühe Führung. Jetzt führt Arminia Bielefeld durch den herrlichen Treffer von Brian Lasme. Also die Hereinnahme hat sich schon mal gelohnt. Und jetzt steht es doch 1:1, weil Tobias Stieler, das ist der Schiedsrichter, den Elfmeter hat wiederholen lassen. Da ist Klünter wohl zu früh in den Strafraum gegangen. Ich bin schon ganz nervös. Und dann gibt es die Wiederholung und Regotta schießt in die gleiche Ecke. Aber diesmal hat Freisel sich leider in die andere geworfen, sonst hätte er den auch wieder gehabt.